Wir fangen mal überpünktlich an. Wir haben viel zu erzählen, da kann das sicherlich nicht schaden, wenn wir ein bisschen Zeit noch haben. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Workshop mit dem unfassbar fancy Namen Hashtag Working Musician. Den haben wir uns überlegt, irgendwie muss man es ja nennen. Es geht um Bass und Gitarre in der Popmusik. Wir sind beides Profimusiker, wie man so schön sagt, dazu gleich nochmal mehr. Wir spielen beide viel Popmusik, aber in ganz unterschiedlichen Bereichen dann doch. Zu meiner Seite sitzt der wunderbare, sehr, sehr schöne Frank Schulze-Brüggemann. Kleinen Zehnerapplaus bitte. Dankeschön. Genau, Frank erzählt gleich noch ein bisschen was zu sich, aber ich darf schon mal vorwegnehmen, Frank ist ein Freelancer, Session-Player, also so der Mann, den man anruft, wenn es brennt und man ganz viele Songs hat, die ganz schnell an den Start kommen müssen und so weiter und so fort. Er spielt also viel in vielen Kombos. Ich bin Markus Hiebig, ich spiele viel in einer Kombo vor allem. Die nennt sich Glasperlenspiel, das ist Elektropop-Musik und genau, das ist, also gibt es seit 8 Jahren, wir haben jetzt 4 Alben, alle waren in den Top 10, waren ein paar Goldplatten dabei, Platinplatten und lauter so Sachen, coole Konzerte, also sehr, sehr schöne Angelegenheit da zu arbeiten, kann ich nur sagen. Aber eben eine ganz andere Welt und deswegen dachten wir, das ist vielleicht ganz interessant, das mal zusammenzupacken. Das ist unser erster gemeinsamer Workshop und genau, wir haben die Hoffnung, dass wir euch da ein bisschen von verschiedenen Seiten ein bisschen erzählen können, was uns wichtig ist in der Popmusik. Dafür haben wir uns 3 Teile überlegt. Der erste Teil ist, oder die ersten beiden Teile sind jeweils Songs, die wir kurz anspielen und euch dann ein bisschen erzählen, was wir da so wichtig finden oder was uns da interessiert. Und der dritte Part geht so ein bisschen über Profi sein, über Business, wie auch immer man es nennen will. Prinzipiell geht das Ganze eine halbe Stunde, also relativ knapp gepackt. Wenn Fragen entstehen, können wir die gerne danach klären. So, ich bleibe auf jeden Fall heute hier. Frank muss gleich auf die nächste Bühne. Morgen bin ich dann weg und er bleibt da, aber ich glaube, wir kriegen alle Fragen beantwortet. Einfach gerne danach zu uns kommen. Genau. Und natürlich nicht, soll nicht unerwähnt bleiben, für wen wir hier sind. Ihr habt es jetzt hinter uns, wir sind für Elixier Strings da. Wir erzählen euch auch noch ein bisschen nachher, was das für uns bedeutet. Das kommt quasi im dritten Part vor. Erstmal geht es aber um die Musik und ich übergebe an Frank. Genau, vielen lieben Dank, Markus. Also Frank Schulze-Brüggemann, mein Name. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren tätig als professioneller Musiker. Habe an der Popakademie hier in Mannheim studiert, ist schon ein paar Jahre her. Genau, wie Markus schon sagt, im Gegensatz zu ihm, der ja 95% seiner Zeit in einem Act verbringt, werde ich engagiert für sämtliche Formationen vom Duo über Quartett, über meistens große Besetzungen, 3, 4 Sänger, 5-Mann-Band, vielleicht Bläser oder Percussion noch mit dabei für diese sogenannten Industriejobs, wie es bei uns heißt, also große Firmen-Events, Galas, Preisverleihungen, was auch immer, Studio-Session und mein Alltag sieht in der Regel so aus, dass ich gebucht werde, oft relativ kurzfristig. Ich habe gerade gestern einen Anruf gekriegt, dass ich eigentlich heute in Hannover spielen sollte, geht aber nicht. Passiert dann auch manchmal. Genau, und dann kriege ich 2, 3 Tage vorher eine Setliste geschickt mit 30 oder 40 Songs und sitze dann erstmal da wie der Ochs vorm Berg und denke mir, krass, wie soll ich das schaffen? Jetzt ist es allerdings so, dass in diesen Bands oder Projekten, es gibt so 5, 6, 7 wirklich große in Deutschland, die diese ganzen großen Events bestücken. Na klar, überschneidet sich da auch das Programm. Ja? Also jede Band hat irgendwelche Klassiker im Repertoire, jede Band spielt die neuesten, top aktuellen Sachen. Alle haben aber trotzdem ihre kleinen Eigenarten. Ne? Mash-ups werden gemacht, gerade ganz angesagt, Songs übereinander gelegt oder es gibt irgendwelche Live-Versionen oder Remixes oder was auch immer. Wie gehe ich dann also vor, wenn ich irgendwie 40 Songs mit drauf schaffen muss innerhalb von 2 Tagen? 2 Sachen wichtig. Ich muss mir erstmal überlegen, was spiele ich denn da? Ja, wie ist denn meine Rolle in dieser Band, in diesem speziellen Song? Denn in der elektronischen oder in der sehr modernen Popmusik, wie man heute im Radio hört, ist ja oft gar keine Gitarre da. Oder halt extrem entfremdet oder ganz hinten im Mix zu erahnen. Und ich muss dann erstmal schauen, welchen Part kann ich machen. Große Überschrift heute hier, songdienlich. Ja? Keine Ego-Trips fahren oder sonst was, sondern einfach überlegen, wie kann ich
den Song nach vorne bringen, wie kann ich das Ganze featuren, dass der Sänger damit zufrieden ist, dass der Keyboarder damit zufrieden ist oder der Bassist damit zufrieden ist. Vor allem der Bassist. Vor allem der Bassist, genau. Zweite Sache ganz kurz noch, Soundfrage, ja, ist natürlich von Gitarrist zu Gitarrist unterschiedlich. Ich habe in den letzten 10 Jahren nicht so etabliert, ich habe einen extrem trockenen Sound, ganz bisschen Reverb, ganz bisschen Delay, meistens Low-Gain-Sounds, also keine effektgeschwängerten Riesen-Swell-Geschichten oder was auch immer, weil dann kriegt man eh Probleme mit dem Keyboarder dann, weil man sich sowieso nur im Wege steht, also da auch weniger ist mehr. Das werden wir heute auch noch ein paar Mal hören. Wir haben einen Beispielsong dabei, Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake, ist so eine Nummer, die gerade extrem viel gespielt wird. Da ist eigentlich keine Gitarre da, deswegen machen wir jetzt einfach mal, wir spielen den Song mal an und erklären dann ein bisschen, warum jetzt ich mir das überlegt habe oder warum er sich das überlegt hat und so weiter. Okay. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. Up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Oh, I can't take my eyes off of it. Feeling so phenomenally, don't like the way we rock it, so don't stop. It's the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. Party Time auf der Guitar Summit, unglaublich. Genau. Party Time mittags um 1. Vielen lieben Dank. Also, genau, wir haben ja nicht viel Zeit. Wem es aufgefallen ist, im Intro Wanderakkorde, ja, mit offenen Saiten. Warum nicht? Ja, alle können wir sie. Wir spielen sie schön. Ich habe hier zum Beispiel den Ton G, die leere Saite G, die komplett über die komplette Akkordverbindung als roter Faden da ist. Muss man nicht unbedingt machen in dem Intro, kann man aber, um es einfach ein bisschen voller zu machen. Strophe. 16. Gitarre, Funk-Gitarre, relativ trocken. Ich spiele die ganze Zeit einen C3-Klang. Ja? In der mittleren Lage passt wunderbar über alle Akkorde drüber. Ich muss also nicht irgendwie mit den Changes mitgehen oder was auch immer. Ich nehme das einfach zu eigen. Der Song ist in C-Dur geschrieben. Ich nehme das zu Nutzen. Der Song ist in C-Dur geschrieben, also baller ich die ganze Zeit ein C darüber. Kommen wir in den Pre-Chorus, da ist es relativ straight vorgegeben. Da werden einfach Akkorde auf die 1 gelegt, auch nur 3 Klänge. Ja, wir befanden uns hier immer noch im ganz kleinen Rahmen, die ein bisschen hin und her geschoben werden. Refrain. Ähnlich wie in der Strophe, auch 16. basiert. Ich spiele eine Lage höher. Warum? Um das Ganze ein bisschen strahlen zu lassen. Ja, es ist der Refrain, es soll ja irgendwie aufgehen. Ich wechsle also in eine höhere Lage. In dem zweiten Teil des Refrains allerdings wird es interessant. Da kommt ja diese unendlich hohe, gepfiffene Hookline vom lieben Justin, der da ganz oben die Töne rausdrückt. Ich gehe aber gegensätzlich dazu nach unten. Aus 2 Gründen. Der erste Grund: eigentlich passiert da nichts in dem Song. Ja. Die Akkordabfolge geht weiter, der Beat geht weiter. Trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, krass, es geht nochmal so richtig auf. Ich gehe also nach unten, um das Ganze fetter zu machen, um mehr Druck zu geben dem ganzen Spiel. Über alle 6 Saiten fette Akkorde, auch gerne mit Leerseiten. Zweiter Grund ist, wenn ich weiter hier oben spielen würde oder sogar noch eine Lage höher gehen würde, komme ich ganz schnell in Bedrängnis mit dem Sänger, weil wenn der nicht hundertprozentig intoniert und ich vielleicht auch nicht
hundertprozentig intoniere, dann tut das extrem weh. Ja, das ist viel, viel schlimmer, als wenn einer von uns alleine falsch spielen würde. Es fällt nicht so auf, als wenn zwei scharf daneben sind. Gleich falsch spielen. Nicht gleich falsch spielen, genau. So würde ich an die Nummer herangehen, wo halt keine Gitarre da ist, weil ich möchte ja nicht mich dann an die Ecke von der Bühne stellen und ein Bier trinken und der Band zugucken, ja, weil ich sage, ja, da ist jetzt keine Gitarre bei der Nummer dabei. Das wäre ja albern. Ne? Das ist ja auch gerade das, was in meinem Falle irgendwie Spaß macht, relativ schnell kreativ sein, überlegen, was kann ich songdienlich irgendwie dem Ganzen beisteuern. So. Ich klinge mich mal da direkt ein. Ihr habt schon gemerkt, es ging zwar um Akkorde und so weiter, aber eigentlich der Gedanke, der immer dahinter ist, ist auch der, über den ich jetzt reden will, nämlich über Sound. Ja, die Frage ist immer, wie passt man gut in den Song rein, weil es eben gerade in der Popmusik, ich meine, nicht um die Egos geht, sondern es geht immer um den Song. Ehrlich gesagt geht es immer darum, aber ihr wisst, das ist manchmal auch ein bisschen verschoben. Hier definitiv so und auch mir geht es immer viel um Sound, weil Pop, Bass spielen bedeutet im Verhältnis zu, sagen wir mal, ein bisschen extreme Fusion oder super flotter Jazz oder sowas, relativ wenig Noten. Das bedeutet aber auch, dass auf jeder einzelnen Note viel mehr Verantwortung ist, wenn man es mal so sieht. Ja, wenn ich weniger sage, wird jedes Wort auch ein bisschen wichtiger, als wenn ich den ganzen Tag nur prabbel. Das ist definitiv am Instrument ziemlich vergleichbar. Das heißt, ich mache mir schon viel Gedanken darüber, wie die einzelnen Töne klingen sollen, wie ich den Sound so shapen kann, dass er genau eben den Song unterstützt. Und das will ich euch gerne hier mal kurz zeigen, woran ich da denke. Denn wenn ich über Sound rede, meine ich nicht, dass ich hier die ganzen Knöpfe, die ich überall habe, schön hin und her drehe. Das ist zwar eine ganz tolle Sache, dass man das hat, aber es gibt so einen Klischeesatz, den kennt ihr, glaube ich, alle, der Sound kommt aus den Fingern. Das ist deswegen ein Klischeesatz geworden, weil er halt nun mal stimmt. Wir haben nämlich alle die Möglichkeit, ganz viel zu verändern, nur mit unseren Fingern. Genau genommen haben wir zwei Möglichkeiten, linke und rechte Hand oder Greif- und Zupfhand, um die Linkshänder nicht auszuschließen. Aufgrund der Zeit würde ich gerne euch in der Zupfhand eine Sache mal mit auf den Weg geben, einfach mal zum selber probieren. Das ist keine Rocket Science, hat aber viele Auswirkungen. Nämlich die Frage ist, wo zupfe ich denn meine Saite überhaupt an? Genau genommen haben wir die sogenannte Mensur von hier bis hier. Da schwingt die Saite. Da kann ich überall anschlagen. Sagt niemand, dass ich hier nicht anschlagen darf. Ob das sinnvoll ist, muss jeder für sich selber überlegen. Prinzipiell haben wir natürlich drei Extreme, nämlich die äußeren Bereiche. Und die Mitte der Saite, das ist am 12. Bund, immer schön zu erkennen, zwei Punkte, wisst ihr Bescheid. Da schwingt die Saite am meisten aus. Man sieht es bei einer H-Saite relativ schön. Und ja, mehr als bei so einer Gitarre, ne? Ja, bist du neidisch. Dementsprechend hat es auch einen Unterschied, ob ich jetzt hier anschlage oder weiter hinten. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Ich fange in der Mitte an und gehe jetzt einfach mal. Nee, geht nicht. Genau, ihr habt es gehört. Am Anfang passiert noch nicht so viel, dann ändert sich es aber doch relativ krass. In der Mitte haben wir immer einen sehr weichen, fetten, warmen Sound. Je weiter wir zur Bridge kommen, desto härter und konkreter wird er und noch ein bisschen dünner. Und das kann man sich sehr gut zunutze machen, zum Beispiel in dem Song. In dem Song kommen nämlich vom Bass her zumindest nur zwei Parts vor, nämlich das, was in der Strophe und im Refrain passiert, ist im Prinzip dieselbe Bassline. Und wir haben diesen Pre-Chorus. Und die Bassline in der in Strophe und Refrain, die ist ja relativ funky. Und so weiter. Relativ flotte Töne auch. Die spiele ich also ganz gerne hier hinten, weil der Sound einfach ein bisschen härter ist, sich besser durchsetzt, weil die Bassline ist hier ziemlich tragend in dem Moment. Ja, das ist quasi da zusammen, jeder sagt immer, dass er der Wichtigste ist, ne? Aber das ist schon, in dem Fall ist es tatsächlich relativ wichtig, mit dem Gesang zusammen. Ja, ja. Ja, komm. Genau, das heißt, ich will die natürlich hören, deswegen spiele ich sie hinten, schneide sie gut durch den Mix und es lässt sich auch noch ganz angenehm spielen, weil nicht nur der Sound wird hier hinten härter, sondern auch das Spielgefühl, das heißt, vor allem bei schnellen Sachen oder sowas oder viele Dead Notes spiele ich ganz gerne hier hinten. Wenn wir in den Pre-Chorus kommen, da ist die Funktion natürlich eine ganz andere, weil da wird quasi Schwung geholt für den Refrain. Da sind alle ein bisschen auf Warteposition. Da gehe ich ganz weit, fast übers Griffbrett sogar. Ja, wenn du mal. Ja, ich glaube, der Unterschied ist relativ klar zu hören. Weil hier will ich nur noch ein Bett legen. Einfach nur fetten Sound drunter legen, damit alle anderen sich drüber setzen können und eben Gas geben können. Und
Eine Sache noch zum Refrain. Frank hat gemeint, in der zweiten Hälfte geht er auch nach unten, damit es fett wird. Ich unterstreiche das tatsächlich ein bisschen. Hier spiele ich die Bassline normalerweise. Ja. Wenn es in diesen zweiten Part geht, gehe ich nur ein bisschen nach hier. Nochmal hinten. Ihr merkt, das ist schon ein Unterschied. Und gerade im Mix eben dieser Effekt funktioniert dann ganz wunderbar. Und das einfach nur mit ein paar Zentimetern die Hand verschieben. Mega easy. Ist von jedem Instrument zu jedem Instrument anders. Wie viel das ist, wo ihr euch wohlfühlt, ich wäre ganz happy, wenn eure Take-Home-Message wäre. Probiert das einfach mal aus. Und seid mal kreativ in euren Basslines, wo ihr die überhaupt anspielt. Einfach, aber effektiv. Gut. Ich bin ja schon der Nächste, der den nächsten Song ansagt. Auf unserem Zettel. Es ist wieder Party-Time, gleich angesagt. Der zweite Song ist ebenfalls ein Popsong, kommt aber aus einer ganz oder ziemlich anderen Richtung. Während Justin Timberlake natürlich Einzelkünstler ist, Sänger, der quasi da an den Start kommt, kommt jetzt was ein DJ produziert hat, nämlich der liebe Felix Jähn. Aktuell absoluter Exportschlager in Deutschland, verkauft Milliarden von, oder verkaufen kann man nicht mehr sagen, ne? Streamt milliardenfach. und das ist eine ganz interessante Sache, wie wir da, oder wie, glaube ich, wie man da rangehen kann, denn das ist eine Sache, die jetzt sehr aus meiner Welt kommt. Weil auch bei Glasperlenspiel ist natürlich sehr viel elektronisch produziert im Vorhinein. Es ist Radiomusik und im Radios funktioniert halt sowas auch wunderbar. Live wollen wir das natürlich ein bisschen rauer machen und mehr Gas geben. Kommt gerne mal auf ein Konzert vorbei. Und genau, es gibt vor allem einen Punkt, der bei mir ganz wichtig ist, den ich euch gleich nochmal erzählen werde, den ich anders mache, als er auf der eigentlichen Aufnahme ist. Und warum dem so ist, das erzähle ich euch, nachdem ich mein iPhone entsperrt habe. She knows she's in control. Turns the heat up when she lets me go. She wants me dancing down. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette. It covers my chest. We're getting close. Dankeschön. Ich glaube, wenn hier keine Stühle wären, würden alle tanzen. Ne? Ja, richtig, ja, richtig. Sicher, ja. Genau, ganz kurz zu der Gitarre. In der Nummer ist es dankbarerweise tatsächlich so, in der Strophe ist eine Gitarre vorgegeben. Ja, die ist da, da ist so eine funky Single-Note, Pentatonik, Geschichte drauf zu hören, da bediene ich mich natürlich gerne. Ja, oft habe ich unter dem Zeitdruck-Aspekt natürlich nicht die Möglichkeit, mir das jetzt ganz genau irgendwie drauf zu ziehen. Ich mache einfach immer im Stile von. Ja, dieses ungefähr so, klappt das, funktioniert irgendwie, nehme ich, Dankeschön, gerne, zack, nächster Song. So, ja. Der aufmerksame Beobachter, der Gitarre spielen kann, hat es gesehen vielleicht. In dem Pre-Chorus, da kommen auf einmal Bläser dazu und die Gesangslinie wird irgendwie ganz interessant und ich spiele tatsächlich komplexere Akkorde, ja, ein E-Major 7 beispielsweise oder sogar ein Moll 7-9 Akkord, den man ja um Gottes Willen niemals in einer Four-on-the-Floor-Dance-Nummer von Felix Jähn erwarten würde, ja, aber warum haben wir denn die ganzen Akkorde alle gelernt? Wir können sie auch mal spielen, ja. Weil wenn die Gesangslinie das so vorgibt und auch die Bläserlinie das alles so andeutet, warum soll ich dann total einfach so einen Power-Akkord darüber wursteln? Ist für meinen Geschmack nach, würde es die Nummer eher, also ja, würde dem nicht viel mehr Mehrwert geben, sondern dann versuche ich das lieber auszuspielen. Refrain, ähnlich wie die Strophe, funky, auch hier funky 16. Akkorde, aber ausspielen die Akkorde, Moll 7, Moll 7,
Moll-7-Akkorde. Ruhig benutzen und vielleicht kriegt man da auch einen anerkennenden Blick von dem einen oder anderen Mitmusiker, der das mitbekommt, was man da für spektakuläre Akkorde spielt. Kurzer spektakulären Akkordeapplaus vielleicht. Ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ich erzähle euch nichts über 9er Akkorde, das überlasse ich ihm. Genau, bei mir geht es wieder ein bisschen um die Herangehensweise. Wenn er jetzt zum Beispiel, liebe Felix, sagen würde, komm, ich brauche unbedingt eine Band, wir müssen das umsetzen. Denn, ich weiß nicht, wenn jemand den Song ein bisschen genauer kennt oder sowas, im Refrain bin ich abgewichen von dem, was eigentlich auf dem Record passiert. Da geht nämlich diese, auch wieder funky Bassline, eigentlich weiter. Ich gehe da auf eine ganz andere Geschichte. Denn ich habe folgende Erfahrung gemacht. Im Studio hast du natürlich viele Möglichkeiten, viele Details zu verpacken. Man hört es auch immer alles relativ gut, außer man hört es jetzt wirklich auf dem iPhone in der Bahn. Aber all diese Dinge, das lässt schon ein bisschen mehr Platz im Studio für Details und Feinheiten. Im Live-Betrieb wird es gerne mal ein bisschen grob. Da muss es einfach funktionieren. Und im Refrain, du hast eben schon erwähnt, gibt es einen sogenannten Four-on-the-Floor-Beat. Nochmal ganz kurz erklärt, das bedeutet, dass quasi auf jeder Viertel eine Bassdrum kommt. Ja, ihr könnt euch einfach vorstellen, wie der Trommler sein Fußpedal in den Boden tritt, viermal pro Takt. Das ist eine Sache, die natürlich in EDM-Musik oder elektronischer Musik wahnsinnig häufig vorkommt. Das heißt, auch zum Beispiel bei mir, bei Glasfernspiel, sehr, 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 sehr häufig. Und was wir da festgestellt haben, was live wahnsinnig gut funktioniert am Bass, ist eine sogenannte Ducking-Bass-Linie. Will heißen... Wie die Ente. Duck wie die Ente. Wie das Wegducken. Ah. Ja. Den hast du dir aber die ganze Zeit überlegt. Ne? Das ist ein Fuchs. Ja. Genau, das ist eine Sache, die man sehr häufig in elektronischer Musik hört. Will heißen, die Bassdrum läuft auf die Viertel durch und wenn die Bassdrum kommt, ist der Bass weg und er geht wieder auf, wenn die Bassdrum nicht da ist, was oft dazu führt, dass quasi auf den Offbeats der Bass da ist, auf der Onbeats ist die Bassdrum. Dadurch hat man dieses gegenläufige Pumpen. Das ist wirklich häufig verwendet, sehr gelernt, wie man immer so schön sagt, von den Leuten, die wissen, dazu muss man die Hüften schwingen und das ist ja im Endeffekt das, was wir erreichen wollen. Und ich unterstütze es ganz gerne. In der Produktion wird es über eine Sidechain-Kompression gemacht, das ist jetzt viel zu weit, aber könnt ihr gerne mal nachgoogeln. Ich habe keinen Kompressor, der mich da sidechained und wegduckt. Ich mache das einfach mit den Fingern. Will heißen, mal ganz lapidar gesagt, ich spiele bei Subparts gerne einfach auf die Offbeats. Jetzt könnte man aber, die ist leider nicht hohl, deswegen hört man meine coole Bassdrum nicht. Macht mal die Bassdrum. Ein Gitarrist mit Rhythmusgefühl, ich freue mich. Genau, würde ich jetzt nur die Offbeat spielen? Ja, Junge, bleib mal im Beat. Ja, dann klingt das eher ein bisschen nach Ska-Musik oder sowas. Es geht mal wieder um die Details, weil, wie auch vorhin schon bei meinem Thema mit dem Bass, Details in ihrer Summe zählen eben sehr doll, auch gerade bei Basslines. Mir geht es um die Länge des Tons, weil nochmal ganz kurz überlegt, wenn sowas produziert wird, geht der Basston, dann kommt die Bassdrum und die duckt den Bass kurz weg. Das heißt, der Basston geht bis an die Bassdrum ran und das ist genau, was ich erreichen will. Und das erreiche ich mit einem super simplen Trick, der aber sehr, sehr effektiv auch wieder ist. Nämlich eigentlich spiele ich die Bassdrum mit, indem ich quasi, ich übertreibe, die Finger hier drauf setze, auf die Viertel und dann noch zusätzlich auf die Offbeat abdrücke, abziehe, wie auch immer man das nennt. Ich mache jetzt sehr laut das Aufsetzen, damit ihr hört, was ich meine. Das wäre meine Bassdrum. Ja. Damit garantiere ich, dass das wirklich komplett an der Bassdrum dran ist. Und dadurch wirkt das Ganze fett und pumpend und elektronisch und die Leute wissen, jetzt wird der Hintern bewegt. Ja. Kann ich euch nur mal empfehlen, probiert es mal. Vor allem du, ne? Probiert es mal aus, wenn es in so Four-on-the-Floor-Beats geht. Ihr werdet überrascht sein, dass so ein wahnsinnig simpler Trick doch sehr, sehr gut beim Publikum oft funktioniert. Ne? Ja, ja, ist richtig. Genau. Cool. Wir sind fantastisch in der Zeit, Frankie. Ich freue mich. Ich staune auch. Ja, das ist wirklich super. Das lässt sich immer im Vorhinein sehr schlecht sagen, wie schnell man redet oder wie nicht, aber wir sind super in Time. Und kommen zum dritten Part. Der hat jetzt nichts mit Musik machen zu tun, sondern wir haben den mal überschrieben mit Business Part oder wie auch immer man das nennen will. Im Prinzip ist es so, wir haben es vorhin gesagt, wir sind Profis. Das ist ein äußerst strapazierter
Begriff und wird auch ganz gerne mal fehlinterpretiert. Ihr kennt alle das Profi-Werkzeug aus dem Aldi. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was du auf jeder Baustelle findest. Insofern muss man mit dem Begriff ein bisschen aufpassen, finde ich. Das bedeutet eigentlich, dass wir unseren Lebensunterhalt und Inhalt mit Musik füllen dürfen. Das hat erstmal noch nicht so viel mit Qualität zu tun. Ja? Im Gegensatz zu Profi ist Amateur wiederum so ein Begriff, der gerne in die falsche Richtung interpretiert wird, dass das irgendwie nicht so gut wäre. Das ist völliger Quatsch, finde ich. Ich kenne Amateure, die wirklich beeindruckendste Musik machen, und Amateur kommt schließlich auch von Amare lieben. Insofern sollte jeder Profi hoffentlich auch ein Amateur sein. Aber es gibt natürlich, also es kommt auf die Frage, was macht denn ein Profi aus? Dass man spielen können muss, ist einigermaßen klar. Was es genau bedeutet, wiederum, kann man auch gucken. Man muss nicht die krassesten Slaplines oder Sweep-Picking, bla, was auch immer, können. Kann gut sein, muss aber nicht. Ja? Das ist nicht unbedingt das Ding. Es gibt aber noch ganz viele Sachen neben der Musik, die wahnsinnig wichtig sind. Und da habe ich lange überlegt, wie kann man das am einfachsten zusammenfassen. Denn die Frage kommt tatsächlich öfter, was macht ein Profi aus? Und ich habe ein Wort gefunden, das für mich zumindest oder für uns wunderbar funktioniert. Und das Wort ist Verlässlichkeit. Warum ist das Wort so schön? Weil man das aufteilen kann auf verschiedene Bereiche. Ja, und trotzdem eine gute Zusammenfassung ist. Wir machen mal da kann man stundenlang drüber reden, das lasst euch und mit Anekdoten füllen. Wir wollen mal ganz kurz einen Durchriss machen, damit ihr ungefähr eine Idee habt, was wir genau damit meinen. Und ich fange an mit Punkt 1, Verlässlichkeit. Damit meine ich zum Beispiel Pünktlichkeit. Klingt super deutsch, aber es ist einfach wirklich so, dass es ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Wenn ihr allzu oft zu spät kommt, kann das sein, dass euer Telefon echt immer weniger klingelt. Weil ihr müsst immer bedenken, es ist nicht euer Problem, dass ihr zu spät seid, sondern es ist das Problem der anderen. Denn die warten auf euch. Ihr vergeudet in dem Moment ja die Zeit der anderen. Insofern ein Muss für Profis, aber ihr merkt schon, auch für Amateure ist das definitiv eine Sache, die Band Hygiene, sage ich mal, ganz, ganz gut hält, dass man sich nicht irgendwann an die Kegel geht. Genau. Zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig ist die Vorbereitung. Ja? Wie in jedem anderen blöden Job auch, seid gut vorbereitet, wer auch immer vielleicht, weiß nicht, ob jetzt jemand mit dem Gedanken spielt, auch mal irgendwann von der Musik zu leben, sieht jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so aus, aber seid vorbereitet. Ihr wollt einen guten Job abliefern und ihr wollt nicht irgendwie in der Ecke stehen und auf euer iPad gucken oder auf eure Leadsheets, die ihr geschrieben habt, sondern ihr wollt so gut es geht irgendwie performen, denn ihr wollt wieder angerufen werden von der Band, mit der ihr spielt. Ganz kurz zu diesem Thema, die Erfahrung ist da echt wichtig. Ja? Wir sitzen jetzt hier irgendwie locker rum und ich sage, ja, da habe ich jetzt mal eine 16-Funklinie gemacht und da habe ich mal ein paar Akkorde gemacht und so. Das ist auch einfach, liegt nur daran, dass ich da irgendwie die Erfahrung habe. Ich habe halt schon 300 Mal so einen blöden Justin Timberlake-Song gespielt und ich weiß dann im Stile von, das funktioniert, das kann ich machen, zack, nächste, okay, da mache ich sowas. Das ist extrem wichtig, ja, was irgendwie in die Vorbereitung mit hereinspielt, ist einfach, dass du irgendwie die Erfahrung hast und damit schnell umgehen kannst. Anderer Punkt ist schnell abgewickelt, aber wenn ihr in Band spielt, könntet ihr das kennen, zumindest wenn ihr die seid, die die Sachen organisieren, nämlich Verlässlichkeit, kann man auch auf Kommunikation ziehen und auch auf elektronische Kommunikation, zum Beispiel E-Mails. Das ist so eine Sache, die mich immer wieder fertig gemacht hat, wie das manchmal geht, wenn man derjenige ist, der eine Mail an 5 Leute schickt. Dann antworten 2, einer antwortet und hat aber auf 3 Fragen nur eine beantwortet, über die anderen sagt er gar nichts und so weiter und so fort. Vielleicht kennt ihr diese Problematik, das ist unfassbar nervig. Wieder dran denken, nicht ihr, die beantwortet oder nicht beantwortet, sind die Leidtragenden, sondern derjenige, der immer noch auf der Liste hat, Leute, ich habe da immer noch eine Mail mit 3 Fragen und die sind immer noch nicht beantwortet. Super nervig. Sowas kommt immer sehr gut an, wenn man verdammt schnell antwortet, umfassend antwortet und verlässlich antwortet. Ihr glaubt nicht, wie oft ich da schon gehört habe, ey, das ist irgendwie ziemlich cool bei dir. Ich denke, ja, das ist, tut auch nicht weh, das zu machen. Ja. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr Leute machen. Macht es bitte alle so. Jetzt denken die alle, wir sind so Büromusiker. Sind wir wahrscheinlich auch gewissermaßen. Man muss es immer, zusammen, ja, man muss es irgendwie so sein. Nächster Punkt, Equipment. Ja, toll, da kann ich natürlich einen ganzen Nachmittag im Prinzip hier vorne sitzen länger, und was erzählen. Er kann viel länger drüber. Irgendwie Malmsteen versteht den Satz nicht, weniger ist mehr, ist aber tatsächlich so. Ja, ich mache minimal, baue mein Zeug auf, das muss super schnell gehen und das muss funktionieren und zuverlässig sein. Ja, da darf nicht irgendwie ein Kabel kaputt sein oder was auch immer.
Wir sind jetzt hier für Elixir Strings, kurzer Hint. Wir haben uns vor Jahren dafür entschieden, Elixir-Seiten zu spielen. Wir werden wahrscheinlich auch nie wieder eine andere Seite auf die Gitarre machen. Aber auch da, ja, das ist dein Arbeitsgerät. So unromantisch das klingt für den einen oder anderen. Natürlich wissen die Gitarristen, dass es nicht nur ein Arbeitsgerät ist, sondern viel mehr. Aber in diesem Falle ist es ein Arbeitsgerät. Es muss gestimmt sein, die Seiten sollten halten, wenn möglich. Es muss in einem guten Zustand sein. Sehr wichtig. Definitiv. Und einfach auch total entspannend, wenn man weiß, ich muss nicht jedes Mal die Seiten wechseln. Auf jeden Fall ein gutes Ding. Gut, allerletzter Punkt, dann sind wir durch. Der ist relativ schnell gesagt. Sind Kinder da? Nee, seid einfach keine Arschlöcher. Das wäre auch noch ein Tipp, den ich euch geben kann. ihr müsst immer dran denken, wenn man viel zusammen unterwegs ist, also in meinem Falle immer mit derselben Crew und jeder würde immer sein absolutes Ego-Ding durchziehen. Wir haben alle unsere Macken, ja, das ist völlig klar. Wenn man die aber so richtig rauskehrt, das ist mega nervig, stresst und so jemand will eigentlich niemand dabei haben. In seinem Fall natürlich, wenn er oft in neue Kombos reinkommt oder sowas, sich da gut einzufinden. Das sind so Kleinigkeiten, das klingt vielleicht fast ein bisschen verwundernd, weil es erstmal gar nichts mit Musik zu tun hat, aber Musik macht man doch im seltensten Fall alleine. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Cool, wir sind soweit erstmal durch. Kleiner Überblick, bisschen Musik gemacht. Wir freuen uns, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten sei mir noch, ja doch, ich mach's. Ich bin manchmal im Selbstmarketing ja doch nicht so gut, aber ich habe auch ein Lehrbuch geschrieben, wenn ihr wollt, guckt mal unter Next Steps in Bass. Da habe ich meine Themen viel ausführlicher noch geschrieben mit Videos und Audio und Animationen und allem, was dazugehört. Gibt es im iTunes Store und bei Amazon. Entschuldigung. Genau. Wir hätten gerne noch mehr erzählt, aber wir haben nur 30 Minuten und wir sind jetzt bei 31 Minuten und 30 Sekunden laut unserer Uhr. Insofern, wir sind gleich da vorne auf jeden Fall für Fragen, wenn irgendjemand noch was wissen will. Wir machen morgen nochmal dasselbe, falls einer sich das nochmal anhören will. Vielen Dank. Cool, Dankeschön.